Moin Moin meine lieben YouTuberinnen und YouTuber, euer No Orange heißt euch herzlich willkommen zu einem weiteren Unboxing. Heute auch mal mit einer kleinen Ankündigung, was ich mir sonst so noch vorgestellt habe. Rede ich gleich drüber. Erstmal heute noch 6 Stickerpackungen der Trash Pack Reihe. Und da fangen wir auch gleich mal mit dem Unboxing an. Wir werden es auch so machen, Unboxing angucken. Schauen wir uns die Bilder in Ruhe an. Danach gehe ich dann ein bisschen detaillierter darauf ein, was ich meinte. So. Wir sind da mal drin. 1, 2, 3, 4. Es sind immer 5 Sticker drin, wer das wissen möchte. Ich zoome mal eben kurz neu ran. Dann könnt ihr die Karten auch gleich besser sehen, wenn wir sie uns gemeinsam angucken. Und was ich meinte, ist einfach eine kleine Neuankündigung in Bezug auf mein Unboxing. Aber das geht auf nächstes Jahr hinaus. Ich habe ja jetzt schon gesagt, als Ankündigung, wegen dem Gewinnspiel. Es wird also wieder ein Weihnachtsgewinnspiel geben und ein Neujahrsgewinnspiel gleich mit dran. Also 2 Gewinnspiele in einem. Wer bei der Gewinnspielsache dann teilnimmt, werde ich irgendwann Anfang, Mitte Dezember werde ich das Gewinnspiel hochladen. Der nimmt automatisch an beiden Gewinnspielen teil. Ja, also das ist das eine. Da muss ich nicht zweimal ein Video machen, dann kann ich das einmalig machen. Er nimmt, wie gesagt, an beiden Gewinnspielen teil. Und was auch wieder ganz gut ist, bedeutet, es gibt also auch 2 Gewinner. Es kann also nicht einer 2 Preise gewinnen, weil der erste Platz kriegt einen Artikel und der zweite Platz kriegt einen Artikel. Ja, damit das schon mal geklärt ist. Nicht, dass ihr denkt, es gibt beide Sachen abzugreifen für einen. So sind die Chancen natürlich zu gewinnen schon mal deutlich höher. Nämlich um 50%. Okay, Bilder sind durch. Gucken wir sie uns einfach mal in Ruhe an. Es gibt ja vertikale, horizontale Bilder dazu. Sie sind echt lustig anzuschauen. So, es gibt auch Sonderkleber, also Metallic-Sticker sozusagen. Und guckt sie euch einfach an und genießt. Es ist wirklich was locker-flockiges für zwischendurch. Ah, hier haben wir gleich Metallic-Aufkleber, auch geil. Dann gibt es noch so eine Indie-Kleber, das heißt, man nimmt aus dem Bild hier, ähnlich wie bei der FIFA Headscan-Reihe jetzt, aktuell bei der FIFA Klebebild-Serie, FIFA 2017. Hier sieht man das. Da kann man das rausnehmen und muss das dann einkleben. Werdet ihr auch gleich noch in Ruhe sehen. Zumindest, wenn ich das Bild noch nicht habe. Und die gibt es manchmal, da ist eins drin, da können aber auch 2 Bilder drauf sein oder auch 3. Mir ist es schon passiert, ich habe ein Ding weggeschmissen, weil ich dachte, ah, das muss man rausnehmen. Habe gar nicht gesehen, dass da noch eins zugehörte und hatte einfach nur das Glück, dass ich genau dieses Bild noch einmal gezogen hatte und dadurch eben gesehen habe, oh, verdammt, was hast du denn da verbockt? Na, das war wirklich Glück, das hätten sie mal ein bisschen deutlicher machen können. Haben sie nicht, aber gut, was soll's. Wie gesagt, die Bilderserie an sich ist wirklich was für locker, einfach zum Ablachen. Ihr seht die Bilder, könnt euch wegschmeißen oder auch nicht, das kommt auf euren Humor natürlich an. Meiner ist so, dass ich so auch auf SpongeBob und auf Simpsons und sowas sehr gerne stehe. Oder auf American Dad und so weiter. Und darum ist auch so ein Humor für mich durchaus ganz cool. Ich bin da ein bisschen locker flockig in dieser ganzen Geschichte. So. Ich höre gerade, das Telefon klingelt, aber das kann eigentlich nichts Wichtiges sein. Ich schaue mal gleich rein, wenn wir das Unboxing in Ruhe abgeschlossen haben und uns die Bilder in Ruhe angeguckt haben. Auch dieser Serie bin ich ja schon ganz ordentlich weit. Also da wird es auch nicht mehr so viele Unboxings geben. Das wird dieses Jahr definitiv abgeschlossen. Da gehe ich mal ganz, ganz stark von aus. Genau, übrigens auch für die morgige Star Trek Reihe. Das müsste auch dieses Jahr durch sein. Auch die Young Jedi Reihe, die ich habe, wird dieses Jahr abgeschlossen. Oh, schade, das Bild hat einen Knick. Das ist natürlich ganz ärgerlich. Hoffentlich habe ich das nicht schon. Hoffentlich habe ich das schon. Wenn ich schon Doppeltes habe, dann bitte das. Ja, wie gesagt, es kommen definitiv neue Unboxings auf euch zu, aber ich habe auch noch was anderes vor. Werde ich euch gleich schon mal andeuten. Wird sicherlich auch noch mal ein Video zu geben. Das wird auch erst nächstes Jahr ins Programm mit aufgenommen. Das wird sonst einfach zu viel. Wie gesagt, werde ich euch dann sagen. Ich sortiere mal eben die Doppelten aus, dann schnacken wir darüber. So, nun kommen wir zum Einkleben der Bilder und ich habe die Doppelten jetzt gar nicht aussortiert. Ich gucke einfach mal, was ich hier habe. So wie die Nummer 5, die habe ich schon. Die Nummer 7, die habe ich schon. Und klebe dann ein. Und werde aber jetzt nichts großartig vom Einkleben jetzt hier schnacken, sage ich euch. Ich will einfach mal so ein bisschen erzählen. Mein Vater ist ja, wie ich schon sagte, letztes Jahr verstorben. Und der hat mir damals mal...
der hat mir eigentlich, was heißt damals, der hat eigentlich schon mal gesagt, Mensch, wenn du da Lust zu hast, dann mach das doch. Ja, ich weiß nicht, ich bin da jetzt schon zu alt für sowas und ach Quatsch, wenn du Bock drauf hast, so kam ich auch zu den Stickerbildern. Dann mach's doch, das ist auch dein Ding, wenn dir das Spaß macht, dann sammel sie doch. Der hat eigentlich auch Schuld, dass ich mit diesen Stickern angefangen bin wieder, weil ich war ja als Kind, klar, Sticker gesammelt und dann irgendwann Sticker nicht mehr gesammelt. Dann hat man das Alter durch. Und er hat mich eigentlich, wie gesagt, dazu wieder animiert und da wurde auch noch Werder Deutscher Meister. Das war eigentlich der Hintergrund, ich habe das glaube ich mal erzählt. Mein Vater sagte irgendwie, ja hier, guck mal, das sind die neuen Stickerbilder und bla, ne, Bravo Sport war das drin und ich habe keine Ahnung mehr. Und ich sagte noch, ja, ja, Werder hatte gerade gegen Pasching voll auf die Fresse gekriegt, gegen eine österreichische ja, Lokalgröße. Ich glaube, das ist sogar noch nett gesagt. Und wie gesagt, habe ich das Bild jetzt, will ich mal kurz gucken. Die Banane habe ich. Und dann sagte ich, ja klar, ich sammle. Ich fange auch an zu sammeln, sage ich, wenn Werder Deutscher Meister wird. So, und dann werden diese Horst Vollpfosten auch noch Deutscher, dann werden die auch noch Deutscher Meister. Ja, und dann, wenn man abergläubisch ist, das kommt noch dazu, also ich bin auch noch abergläubisch bei so Sachen, und da habe ich mir gedacht, alles klar, wenn die gewinnen, dann sammle ich mal die nächsten Jahre auch. Vielleicht spielen sie dann immer noch gut. Und die haben die Jahre wirklich gut gespielt. Der Witz ist an der ganzen Sache. Dann kam Tops. Und die Bilder fand ich so. Und dann habe ich auch übrigens angefangen, wieder Europameisterschaft und Weltmeisterschaft zu sammeln. Und da waren die Deutschen ja auch auf einmal gar nicht mal so schlecht. Und der Witz an der ganzen Sache ist eigentlich, wie soll ich das sagen? Ja, dann kam Tops mit der Bundesliga-Auflösung. Da konnte man die bei Penny kaufen oder so, die Bilder. Ich fand die Grotten hässlich. Also ich fand sie wirklich extrem schlimm und habe die dann nicht mehr gesammelt. Werder wurde beschissen, wurde immer schlechter. Aber glaube hin oder her, jedenfalls war das schon eine sehr interessante Situation. Und dann ist mein Vater ja verstorben und ich habe dann angefangen, die wieder Trade-Cards und so zu sammeln. Und muss dazu sagen, dass ich das nächstes Jahr vielleicht etwas fokussiere. Ich habe noch ein paar Sachen da, die möchte ich natürlich auch unboxen. Aber ich habe festgestellt, dass ich am liebsten so Sachen sammle von der Attacks-Reihe. Force Attacks, Match Attacks, Hero Attacks, Slam Attacks. Sowas in dem Bereich. Das finde ich richtig cool. Und ich finde auch noch ziemlich geil die Adrenalin-Reihe von Panini. Sowie die FIFA-Reihe. Und dazu natürlich WM- und EM-Sachen. Ne? Also weder von der einen oder von der anderen Firma ist mir da eigentlich ziemlich schnuppe. Und das möchte ich eigentlich auch weitermachen. Aber alle anderen Sachen, so wie Trash, Star Trek, was ich jetzt so am Start habe, oder auch die Star Wars-Reihe mit Young Jedi, ist doch schon eher entweder eine kompliziertere Sache, vom Regelwerk her, von den Karten her, oder eben doch nicht so mein hundertprozentiges Ding, wo ich wirklich hundertprozentig hinterstehe, wo ich sage, ja, bam, das ist es. Sowas wie Trash finde ich ganz locker nebenbei zu machen, aber nicht alles, wo hat mich dann doch so gefesselt wie manch andere Sache. Muss ich ganz klar sagen. Und darum werde ich mich wohl darauf fokussieren. Und es kann natürlich auch bedeuten, dass es dann wieder Platz für andere Sachen gibt. Ja, und ich habe ja meine Roomtour gemacht und da habe ich euch meine Modellbaukartons gezeigt. Ich hatte mir, ich weiß gar nicht, von eBay irgendwo so ein Konvolut mit 10 so eine Kartons mit Flugzeugen bestellt. Zum Zusammenbauen und zusammen anmalen und sowas. Ich bin in Kunst eine absolute Graupe. Also meine Noten in Kunst sind 3 oder 4 gewesen, mit viel netten Augenzudrücken der Lehrer, muss ich ganz ehrlich sagen. Danke an die Lehrer für mich da nochmal. Und ja, wie ich schon sagte, und ich habe eigentlich vor, und dann habe ich gesehen, es gibt, wie heißt denn das? Also habe ich diese Modelle, die fange ich jetzt an zusammenzubauen, um das wieder zu lernen. Ich habe mir auch Risiko gekauft, das habe ich als Kind damals gern gespielt. Nur das heißt Risiko Narnia. Ob das gut ist, keine Ahnung. Ob das anders ist wie die anderen Risiko, nur dass es in Narnia spielt oder so, werde ich dann sehen. Aber da sind diese Figuren ja richtig Die werde ich auch bemalen. Ich finde, die sind alle dann gelb oder blau oder was weiß ich. Die will ich alle schön bemalen, so zum Üben. Und dann habe ich nämlich noch gesehen, dass es auch so ein Zombie-Spiele gibt. Project Z zum Beispiel. Und jetzt soll auch von Walking Dead sowas rauskommen. Und da habe ich richtig, richtig Bock drauf. Muss ich wirklich sagen, da habe ich extrem Bock drauf. Und das möchte ich eigentlich machen. So, heute war echt scheiße, die Ausbeute. Fast alle doppelt, davon abgesehen jetzt mal eben. Und das wiederum würde ich auch gerne als Unboxing machen. Das heißt, ich kaufe mir etwas und mache es dann zusammen mit euch auf und wir gucken uns das mal an.
Also so Modellbaufiguren, Flugzeuge oder was weiß ich, was das alles ist. Wenn ich mir denn eben einen Tag weniger mit Stickern machen, dafür einen Tag zusätzlich mit diesen Modellbausachen. Und der nächste Punkt ist, dann habe ich gesehen, das kann man sogar spielen. Also dieses Project Z oder Walking Dead nennt sich dann, oh Gott, Tabletop Skirmisher. Es gibt Tabletop, so wie Warhammer 40k oder Warhammer hieß das andere. Das heißt jetzt, glaube ich, anders. Warhammer Fantasy, jetzt heißt das anders. Age of Sigmar, glaube ich. Genau, Age of Sigmar. Und da kämpfen dann Truppen, man kauft die, baut die zusammen, malt die an und kämpft gegeneinander irgendwie. Tabletop-mäßig. Auf den Tisch. So deshalb. Da kann man auch Gelände bauen und Häuser bauen. Und da habe ich irgendwie Bock drauf. Das hat mich irgendwie geflasht. Und ich habe, wie gesagt, diese Modelle jetzt zum Üben. Dann werde ich dieses Risiko Narnia bemalen zum Üben. Kann ich euch auch mal zeigen, wenn es fertig ist, wie es dementsprechend dann daraus geworden ist. Wird nicht gut werden. Vertraut mir. Wie gesagt, ich bin eine absolute Graupe im Anfang. Und dann werde ich mich versteifen. Es gibt ja, wie gesagt, diese Zombie-Reihe. Finde ich ganz cool. Dann interessiere ich mich vor allem für Geschichte. Also Zombies auf der einen Sache, so Post-Apokalypse, so Mad Max-mäßig, finde ich geil, so ein Zeitalter. Oder eben auch Geschichte, wie zum Beispiel der amerikanische Bürgerkrieg oder Unabhängigkeitskrieg. Dann gab es ja Napoleons Zeiten, so mit, oder Karl der Große, Quatsch. Friedrich der Große, im Siebenjährigen Krieg, das war vor Napoleon. Oder eben der Zweite Weltkrieg, auch sehr interessant, was die Panzer und so weiter betrifft, finde ich voll geil. Und das werde ich vielleicht machen. Ich muss mal gucken, was ich da so kriege. Da werde ich mir sicherlich Regelhefte zuholen und die euch auch dann zeigen und ein bisschen was vielleicht erklären können. Die Modelle nach und nach dazu kaufen, die müssen ja auch zusammengebaut und bemalt werden. Sowas in der Art soll es dann eben auch werden. Aber eher als Unboxing. Also ich werde dann nicht mit euch dann so das Malstudio machen, weil dazu bin ich zu scheiße. Punkt. Ist so. Ich kann euch vielleicht mal zeigen, wenn denn so die Figuren fertig sind. So, ich habe diese Farben genommen. Für diese Figuren, so sehen sie jetzt aus. Das ist klar. Aber hauptsächlich einfach mal Unboxings zu machen. Vielleicht für viele Modellbaufans. Wie sehen so eine Figuren eigentlich aus? Hätte ich auch mal Interesse dran. Wie sieht so ein Regelheft aus? Ist das cool? Kommt das gut rüber? Kann man das lesen? Gibt es das auch in Deutsch? Gibt es das nur in Englisch? Und so weiter und so fort. Das will ich dann machen und das würde dann auch auf dem Wochenende stattfinden. Weil am Wochenende ist Fußball und die, die keinen Bock auf Fußball haben, haben dann vielleicht darauf Bock. So wie ich das jetzt auch mit den Trash- oder Star Trek-Sachen mache, die ich dann am Wochenende mache. Da bin ich auch egoistisch. Wenn ihr jetzt sagt, nee, komm, ey, du machst 7 Tage bitte weiter Trackcards. Nö. Ich werde einen Tag Modellbau-Sachen machen. Aber das wird noch dauern. Es wird irgendwann nächstes Jahr starten. Wie ich da zeitlich und finanziell das machen kann, muss ich gucken. Und da freue ich mich tierisch drauf und ich glaube, ich habe nächstes Jahr auch noch Bock dazu. Wenn nicht, werde ich das sagen, aber ich denke mal, es wird eine von den Kuddelmuddel-Serien fallen und dafür eben ein Tag mit Tabletop und Modellbau kommen. Ja, das war's. Ein bisschen länger heute für Trash-Verhältnisse, aber das soll auch so sein. Und ich wünsche euch noch ein schönes Wochenende. Morgen kommt ja Star Trek, die Originalserie, Unboxing. Denkt dran, da geht's richtig ab. Ich glaube, 75 Trade Cards. Freut euch drauf. Euer No Orange sagt jedenfalls ciao, tschüss und goodbye.